Warum komme ich jetzt? Warum spreche ich jetzt? 25 Jahre habe ich nicht Deutsch gesprochen. Wollte ich nicht, habe ich Angst gehabt. Aber einmal kommt meine Tochter zu mir und sagt: Papa, wo sollst du kommen zu uns? Und in der Lagerzeit sprechen. Was hast du erlebt? Da wollte ich nicht. Da sagte mir: Papa, wer soll das machen? Stanislav Hanz wird 1923 geboren. Als er 16 Jahre alt ist und aufs Gymnasium geht, ahnt er nicht, dass sein Schicksal schon besiegelt ist. Denn im gleichen Jahr beschließen Stalin und Hitler in einem Geheimvertrag, die Existenz seines Heimatlandes Polen auszulöschen. Schon in der Vergangenheit war die Familie Stanislavs vom mächtigen Nachbarn Russland drangsaliert worden. Der Vater musste jahrelang in sibirischer Verbannung verbringen. Nun ist es die Gestapo, die nach der Besetzung Warschaus den Vater wegen seines politischen Engagements verhaftet. Und kurze Zeit später ist es Stanislav selbst, der durch eine Verwechslung festgenommen wird. Da war Februar 40, bin ich weggelaufen, unterwegs. Und natürlich bin ich nicht mehr nach Hause gekommen. Habe ich in verschiedene andere Wohnungen gewohnt. Wann war schon die Razzia? In August 40 in Warschau habe ich keine Möglichkeit weglaufen. Und 15. August 1940 war ich schon in Auschwitz. Auf dem Transport, so erinnert sich Stanislav, werden einige Häftlinge bei Fluchtversuchen erschossen. Bei der Ankunft werden sie von der SS mit Schlägen und Geschrei empfangen. Da war nicht große Stadt, aber da hat die SS gefunden Kaserne und in die Kaserne hat die aufgebaut eines am größten in Europa ein deutsches Konzentrationslager. Auschwitz, polnisch Oświęcim, ist eine unbedeutende Kleinstadt in Polen, nicht weit entfernt von Krakau. In einer alten Kaserne am Rande des Städtchens beginnt die SS schon 1939 ein Konzentrationslager, das Stammlager Auschwitz, einzurichten. Danach läuft unter dem Arbeitseinsatz von Häftlingen der schrittweise Ausbau eines riesigen Lagersystems, zu dem Auschwitz-Birkenau, Auschwitz-Monowitz sowie 40 Nebenlager gehören. Es entsteht ein Vernichtungslager, in der die nationalsozialistischen Pläne umgesetzt und unzählige Menschen gezielt ermordet werden. Anfangs sind die Häftlinge mehrheitlich Polen. Später kommen sowjetische Kriegsgefangene, Sinti und Roma und Häftlinge aus anderen Ländern, auch Deutschland, hinzu. Ab 1942 findet die Massendeportation von europäischen Juden nach Auschwitz statt, von denen mindestens 2 Millionen in den Gaskammern getötet werden. Nach dem Schild Arbeit macht frei, da haben wir nachher verstanden, dass durch Arbeit werden wir nicht frei sein.
weil der Lagerführer Fritsch hat uns gleich gesagt, dass Häftlinge kann nicht lange leben wie 3 Monate. Und unser Weg nach Freiheit, das wird durch den Schornstein kommen. Da habe ich nicht verstanden, was? Freiheit durch Schornstein? Da hat mir gesagt, erklärt, Schornstein, das ist das Schornstein von Krematorium. Und der Rauch von brennenden Leichen, da ist unsere Freiheit. Wenn wir sind gekommen, hat die Fotos gemacht. Und das ist meine Lagerfoto. Den neu angekommenen Häftlingen wird die Zivilkleidung und alle persönlichen Gegenstände abgenommen, die Köpfe kahl geschoren und ihre Namen durch eine eintätowierte Nummer ersetzt. War ich nicht mehr Stanislaw Hanz, war ich Häftling Nummer 2049. Unter Schlägen und Geschrei durchläuft Stanislaw die Aufnahmeprozedur des Lagers. Ihr seid keine Männer. Ihr Schweine seid die Häftlinge. Ihr seid keine Männer. Ein Mann, da bin ich. SS-Mann. Und dann haben wir gewusst, dass wir sind keine Leute, wir sind Häftlinge. Stanislaw lernt schnell, dass die SS die registrierten Häftlinge lediglich als Nummern für die Zwangsarbeit ansieht. Arbeit war nicht zu dem Arbeit. Arbeit war zum vernichteten Häftlinge. Arbeit macht frei. Das, was ist für uns geblieben, da war nur die Sprache, die polnische Sprache. Doch seine Muttersprache gilt im Lager nichts, denn alle Befehle sind auf Deutsch. Wer kein Deutsch versteht und spricht, hat noch geringere Überlebenschancen. Da mussten wir schnell Deutsch lernen. Hinter dem harmlos klingenden Begriff Sport verbirgt sich eine weitere Form des Tötens. Sport, das ist eine gute Sache. Ich mache auch Sport. Aber der Sport, welchen haben wir bekommen, da war ein toter Sport. Von morgen früh bis Mittag, von Mittag bis Abend, immer Marsch, Marsch, liegen, auf, Kniebeugen, Hüpfen, Rollen. Da in ersten Tagen schon war viel Tote. Eine andere Methode, um Häftlinge zu zermürben, ist stundenlanges Appellstehen, selbst bei extremen Temperaturen. Auf Appell stehen wir stundenlang, dann, wenn war Frost, Schnee und kalt und in Drillichuniform. Keine Schuhe, keine Mütze. Auf dem Appellplatz, da haben wir gesehen, wie hat die hier die Erschießung gemacht. Zu der Erschießung hat die angeladen alle Familien mit Kindern von der SS, welche hat hier gewohnt. Viele der älteren Häftlinge können dem Terror der SS nicht lange standhalten. Doch der Lebenswille des Stanislaw kann nicht so leicht gebrochen werden. Zum Durchleben brauchen wir ein paar Zufälle. Erstmal Freunde haben, zweitmal gute Kommando haben, gesund sein. Harte Wille zu durchleben. Manche Leute haben die Wille verloren und sind die tot schon. Und noch ein gutes Ziel. Und wenn das alles zusammentrifft, dann kann man durchleben. Jetzt kann ich Pause machen. Ja? Eines Sonntags erlebt Stanislaw eine Überraschung, als sein polnisches Volkslied Hainau versteckt im Konzert für die ahnungslosen SS-Leute erklingt. Nur die inhaftierten Polen verstehen die heimliche Ermutigung durch die Häftlingskapelle. Wir haben alle geschaut, was macht die SS, dass sie versteckt das überhaupt nicht. Und für uns, das hat uns Kraft gegeben zum Durchleben.
In seinem Block, zusammengepfercht mit Hunderten von Jugendlichen, gelingt es Stanislav, mehrere Monate zu überleben. Im Januar 1941 habe ich bekommen Lungenentzündung. Er erkrankt so schwer, dass er sogar für tot erklärt und in die Leichenhalle geschleppt wird. Aber im letzten Moment entdeckt man Stanislav als einzigen Lebenden in einem Berg von Toten. Höre ich wieder sagen, oh, eine lebt noch. Er wird mit anderen lungenkranken Häftlingen zusammengelegt und erholt sich wieder erwarten innerhalb kurzer Zeit. Stehe ich auf dem Bett, kommt ein Häftlingsarzt und sagt zu mir, heute willst du Nachtwache haben. Der geschwächte Stanislav wehrt sich vergeblich gegen die Diensteinteilung. Am folgenden Morgen kehrt er erschöpft von der Nachtschicht zurück. Da erwartet ihn der Anblick seines leergeräumten Krankenzimmers. Gehe ich auf meine Stube und schaue ich, die Stube ist leer. Wo sind die anderen geblieben? Über 30 Häftlinge. Stanislav realisiert, dass er in der vergangenen Nacht einer medizinischen Tötung entgangen ist. Hat die SS-Leute, Ärzte, Pfleger die Spritze gemacht mit Phenol. Gerade 18 geworden, ist Stanislav dem Tod schon mehrere Male begegnet. Doch in Gestalt des Hungers bleibt er sein ständiger Begleiter. Und kann ich nicht zeigen, den Hunger. Der Hunger, das war Tod für die Häftlinge. Stanislav gelingt es, sich ins Landwirtschaftskommando einteilen zu lassen. Hier kann er etwas essen für sich und seine Kameraden organisieren. Da sage ich, wenn wird was zu dreschen, da wird was zu fressen. Da meine ich, da vielleicht organisieren was zu essen. Aber nicht immer verläuft das Organisieren von Nahrung so reibungslos. So werden gefrorene Essensreste aus der SS-Küche zahlreichen Häftlingen zum Verhängnis. Jeder hat das gegessen. Aber jeder hat gefühlt, dass in dem Magen ist kalt. Ich habe gefühlt Kälte. Von Anfang nur im Magen und dann im ganzen Körper. Was soll ich machen? Stanislav erkennt die große Gefahr und drängt seine Kameraden, in ständiger Bewegung zu bleiben. Aber 16 seiner Gefährten geben die Arbeit an der großen Handmühle bald erschöpft auf. Nur ein anderer Mitstreiter dreht mit ihm weiter bis zum Morgen. Und morgen früh, beim Antreten, Kommando, seien wir nur zwei gekommen. Die andere 16 war tot. Da war die Geschichte von Eistorte. Die SS bedient sich zur Aufrechterhaltung ihres Lagersystems sogenannter Funktionshäftlinge, die oft mit beträchtlicher Macht ausgestattet sind. Viele dieser als Capo bezeichneten Häftlinge missbrauchen ihre Machtstellung. Andere aber setzen sich für ihre Häftlinge ein. In solche Gesellschaft wie Auschwitz mit 135.000 Häftlingen und mehr wie 4.400 SS-Leute, da sind verschiedene Leute. Ich habe zwei Kapos gehabt in Zimmerei. Ein Oberkapo, Aurich Reinhold, und Kapo Bertolt Mussin. Der Oberkapo, so wie ich, 17 Jahre alt und menschlich, hat uns gelehrt, wie sollen wir im Lager leben, das können wir durchleben. Und der Bertolt, da war auch Kapo, aber da war ein Schläger, hat immer geschlagen. Ebenso gibt es unter den SS-Leuten Unterschiede. Mit der SS war auch so. Wenn der SS schnappt mir und fragt, was ich wollte, Schläge oder Meldung. Zwei
Sache zum Wahl hat er mir gegeben. Andere SS-Mann hat mit Lächeln nur Nummer angeschrieben, hat er mich nicht geschlagen. Und ich gehe zur Strafkompanie oder zu erschossen. Noch eine, da sagt zu mir, hau ab, du Hund, weg. Und hat nie geschlagen. Drei verschiedene Möglichkeiten. Drei verschiedene Leute. Stoi. Hier ist Schild. Halt. Und eines Wort, polnisch geschrieben, stoi. Ein einziges Wort in polnischer Sprache geschrieben. Halt, stoi. Wenn ich was träume, dann träume ich immer um der Lagerzeit. Immer laufe ich wo weg, immer schnatt ich mit der SS oder schlägt mich und so weiter. In seinem Arbeitskommando ist Stanislav einem besonders sadistischen Kapo unterstellt. Zudem fehlen ihm Schuhe, eine höchst gefährliche Situation für ihn. Barfuß bin ich zum Arbeit gegangen. In März war die Sohle schon von den Schuhen kaputt. Da wollte ich organisieren andere Schuhe. Und das war nicht so leicht. Ein Zimmermann stellt Stanislav neue Holzschuhe in Aussicht, aber nur im Tausch gegen Kartoffeln. Wie soll ich die Kartoffeln bringen? Das ist nicht so leicht. Das werde ich nicht geschnappt. Unter Lebensgefahr gelingt es ihm, Kartoffeln aufzutreiben und an der SS vorbei in die Zimmerei zu schmuggeln. Und auf einmal kommt der Oberkapo von Zimmerei. Aber Stanislav hat wiederum Glück. Denn der Oberkapo hat kein Interesse daran, seine untergeordneten Häftlinge zu bestrafen. Im Gegenteil. Es ergibt sich sogar eine Verhandlung, in dessen Verlauf er sich als Tischler ausgibt. So habe ich angefangen, meine Arbeit in Zimmerei. Und das war im März 1941. Und vielleicht war das für mich der wichtigste Tag im Lager. Stanislav weiß noch nicht, dass ihm die Kameradschaft seines Tischlerkommandos zu einem späteren Zeitpunkt das Leben retten soll. Habe ich Holz von den Dörfern gebracht nach Zimmerei, habe ich ein Fuhrwerk gehabt. Bald bringt ihn der Fuhrdienst der Zimmerei nicht nur durch das gesamte Lager, sondern auch in die Außengebiete der Stadt. Natürlich immer unter Aufsicht eines bewaffneten Postens. Stanislav entwickelt Geschick im Organisieren von Nahrungsmitteln aus den Dörfern. Doch eines Tages gerät er erneut in höchste Gefahr. Einmal bin ich gefahren mit Fuhrwerk neben Gärtnerei. Bin ich gesprungen und habe ich Karotten rausgezogen. Er übersieht einen Kapo, der ihn auf frischer Tat erwischt und ihn als Dieb dem Kommandoführer Moll überliefert. Für mich das organisiert. Für die war ich ein Dieb. Und der Moll, Unterscharführer, hat gesagt, ja, willst du Vitamine haben? Und sagt zu Kapo, soll die Vitamine bringen. Unter dem Gelächter der SS ist Stanislav gezwungen, verfaultes Gemüse, einen lebenden Frosch sowie Terpentin hinunterzuschlucken. Da wollte ich nicht. Da zieht die Pistole aus und sagt, nun, esst du oder soll ich dich erschießen? Da esse ich das. Und das Filet, das brennt mir alles. Und breche ich das alles aus. Springe ich aus Bude. Und ich habe nicht gewusst, wie werde ich jetzt leben? Jetzt gehen wir auf andere Seite. Trotz dieses Vorfalls behält Stanislav seine privilegierte Arbeit als Fuhrmann der Zimmerei und kommt außerhalb des Lagers sogar in Kontakt mit Zivilisten. Langsam habe ich mit den Zivilisten da auch gesprochen. Da hat die mitgegeben Medikamenten, Zigaretten, Briefe und ich habe das im Lager gebracht. Obwohl streng verboten,
lässt Stanislav sich darauf ein, Dinge aus der Stadt ins Lager zu schmuggeln. 28. April 1942. Ich war gerade in Sägewerk, kommt der Arbeitsdienstführer Emmerich auf Motorrad und sagt, soll ich sofort sich melden beim Lagerführer Aumeier. No, da habe ich gedacht, das wird nicht was Gutes sein. Aber was soll ich machen? Fahre ich. Da fragt der Kapo, hat die beim erwischt, hast du gesprochen mit den Zivilisten? Ach wo, Meister, sowas mache ich nicht. Was soll ich dem sagen? No, da gehe ich zu dem Lagerführer Aumeier. Da hat mich gleich gefragt, welche Frau hat mir Briefe gegeben, Medikamente und so weiter. Welche Zivilisten hat mir geholfen, Zigaretten gegeben. Stanislav ist bewusst, dass sein Vergehen mit dem Tode bestraft wird. Deshalb sieht er den einzigen Ausweg darin, alles abzustreiten. Da sage ich, ich habe mit den Zivilisten nie gesprochen. Niemals. Ich war immer mit Posten. Der Posten hat mich nicht erlaubt. Stanislav wird der politischen Abteilung zugeteilt, die mit Foltermethoden arbeitet, um Geständnisse aus den Häftlingen rauszupressen. Er wird im Block 11, dem sogenannten Todesblock, inhaftiert. Kaum ein anderer Häftling hat hier so lange wie Stanislav überlebt. In die Zelle war dunkel, war die Zelle nass. Ich habe nicht gewusst, ob Tag ist oder Nacht. Die Wände waren feucht, auch die Beton. Da habe ich immer gesessen bei dem Heizkörper. Dass ich mit meinen Rücken liege nicht ganz auf der Wand. Und habe ich viel Zeit zu denken gehabt. Um meine Familie, auch um mein ganzes Leben. Lange Zeit habe ich immer gefragt, wo war der Gott? Vielleicht war der nicht da. Sind Leute, welche hat gebetet und in seinem Glaube hat sie verstärkt. Und war solche Leute, welche hat die Glaube verloren. Ich habe meine Glaube verloren. Aber in solche Wort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Habe ich immer Hoffnung gehabt, das komme ich raus, das werde ich wieder nach Hause kommen. Aber es steht nicht gut um Stanislav. Seine Kräfte werden immer schwächer und er schafft es nicht mehr aufzustehen. Als er nach einem der Verhöre beinahe stirbt, findet ihn ein Mithäftling und rettet ihm durch den Rücktransport in die Zelle das Leben. War ich so geschlagen, Blut habe ich in Schuhe gehabt. Liege ich dort und höre, der von unten sagt, oh, das ist der Staschek von meinem Transport. Nehmen wieder, schleppen wieder zum Zelle, weil hier krepiert er. Die Verhöre der SS gehen weiter. Dennoch hält Stanislav es durch, sein Geständnis für sich zu behalten. Viele seiner Leidensgefährten hingegen überleben die Tortur nicht. Einmal kommt zu mir auch ein anderer Häftling. Da sitzen wieder beide bei dem Kalorifer und so fühle ich, ist mir ein bisschen zu schwer, der liegt auf mich. Ich mache sie gerade. Und der Fall um. Der ist gestorben. Auch Stanislavs Zustand wird lebensbedrohlich, weil sein Hunger zunimmt. Da taucht plötzlich ein Funktionshäftling in der Zelle auf, um ihm Essen hineinzuschmuggeln. Aber die Freude ist nur von kurzer Dauer, da ein SS-Aufseher den mutigen Helfer auf frischer Tat erwischt. Da der SS-Mann schreit auf den, was machst du? Und dann hat er erzählt, der sitzt schon hier 39 Tage, der weiß nicht warum und politische Abteilung immer verhört und schickt er zurück.
und weißt du nicht, wie lange soll der noch sitzen. Statt einer Bestrafung erfolgt überraschend Stanislavs Verlegung aus der Dunkelzelle in die Zelle 13. Doch auch dort bleibt sein Leben in ständiger Gefahr. Und dann im Bunker habe ich erlebt, was heißt das Freundschaft. Seine Tischlerkameraden schaffen es, ihm durch das Zellenfenster Brot zuzuwerfen. Und der von seiner Portion hat mir geschmissen, halbes Portion. Hat er nicht abgeschnitten, weil hat er kein Messer gehabt. Hat er abgebissen. Und ich habe auf dem Brot seine Zähne gesehen. War ich sehr gefreut. Brot, wichtige Sache. Aber für mich am wichtigsten war nicht der Brot, wie das, dass meine Kameraden, Häftlinge aus Zimmerei, hat die um mich nicht vergessen. Aus Mangel an Beweisen wird Stanislav schließlich am 19. Juni 1942 entlassen. Und nach 53 Tagen bin ich rausgekommen aus dem Bunker. Da habe ich gehabt 39 Kilogramm. Solche Sack mit Knochen. Auf dem Heimweg zu seinem Kommando wird ein Oberkapo auf den Freigelassenen aufmerksam. Er schaut auf mich, naja, mit Haaren, nicht rasiert, er stinkt von mir, von weit. Fragt er, von wo da, sage ich, bin ich von Bunker rausgekommen. Da hat er zu dem Häftlinge da, zu dem Koch gesagt, gib dem was zu essen. Und was habe ich bekommen? Ganze Schüssel weißes Reis. Hat die mir da Zucker geschüttet, vermischt und habe ich da gegessen. Auch in der Tischlerei wird der Bunkerüberlebende bestaunt und der Oberkapo gewährt eine großzügige Schonungsfrist. Solange wie war der im Bunker, braucht er nicht arbeiten. Da war sehr viel, da hat die gleich gezählt, das war ich 53 Tage im Bunker. Die Erholungszeit soll gerade anbrechen, da erkrankt Stanislav an Malaria. Und wieder sind es die Tischlerkameraden, die ihm helfen. Und brauche ich über 200 Chinin-Tabletten. Da hat er mir besorgt. Und auch hat er mir besorgt Zitronen. Von wo? Von Kanada. Die Sortier- und Sammelstelle der geraubten Häftlingsgüter befindet sich in Auschwitz-Birkenau und wird von den Häftlingen und der SS Kanada genannt. Dieser Name steht für Überfluss und Reichtum. Kanada, das war alles, was hat die Juden mitgebracht im Lager. Schmuck, Gold, verschiedene Sachen. Und das Haufen soll die immer lassen und selbst war die zum Vergaß geschickt. Auch Stanislav wird Zeuge einer sogenannten Judenselektion, als er sich gerade bei einem Baueinsatz an der Judenrampe befindet. Auf einmal kommt die SS-Leute und soll wie von hier weggehen, weil jetzt kommt ein Transport. Von einem Versteck aus beobachtet er die nun folgende Einteilung der jüdischen Häftlinge. Stanislav weiß inzwischen, dass die SS alle Ankömmlinge in verschiedene Gruppen einteilt, die allesamt getötet werden sollen. Weil die Frau war extra, Männer extra, die Kinder laufen von Frau zu Männer. Da kommt der, schiebt die Alte weg und die sind so stehen geblieben, die Ausgesuchte. Und dann ist die Selektion. Je nach Verfassung werden die Menschen direkt in die Gaskammern, zum Arbeitseinsatz oder in die medizinische Versuchsabteilung weggeführt. Nach ein paar Stunden ist der Platz menschenleer. Nur die herrenlosen Kofferberge bleiben zurück. Manchmal war zweimal auf Tag solche Transporten gekommen. Und das war bis Mai
1944. Für eine schnellere Durchführung der systematischen Tötungen setzt die SS ab Mai 1944 die neue Ankunftsrampe im Vernichtungslager Birkenau ein. Sie befindet sich in direkter Nähe der Krematorien 2 und 3 und auch der Waldkrematorien 4 und 5. Hier in Birkenau errichten die Nazis mit Hilfe der Zwangsarbeiter die riesige Lageranlage. Für die nicht endenden Bauarbeiten wird auch das Zimmereikommando nach Birkenau verlegt. SS-Büro und Bauleitung hat gesehen, haben wir gute Fachleute, dass wir bauen schneller die Baracken. Da hat die uns ganze Kommando verlegt dann nach Birkenau und haben wir dort gearbeitet. Auch beim Bau der Massenquartiere werden die Zimmerleute nun eingesetzt. Birkenau, viel größer, die Stammlager, da war ganz andere Lager. Im Stammlager haben wir 28 Blöcke und dort in Birkenau, das war zusammen über 300 Baracken, am meisten Pferdestall-Baracken. In solchen Pferdestall für 52 Pferde hat geschlafen von 400 bis 1000 Häftlinge. Stanislav erlebt, wie in den überfüllten Baracken Krankheiten ausbrechen und wie die Menschen im Winter erfrieren. In Birkenau, auf die Blöcke, da war immer kalt zum Anwärmen. Da war unsere Körper. Die Wärme, da war die Häftlinge. War zu kalt. Hat die da in die... In die Kleidung, da hat die gelaufen, da hat die hingelegt und so ganze Nacht geschlafen und am Morgen früh wieder zur Arbeit gegangen. Was ist nicht zu zeigen? Haufen Leichen von jedem Block. Da die Leichen hat gelegt von dem Block. Haufen bis Dach. Und die Ratten, welche laufen da dazwischen und fressen die Leute. Das ist nicht zu zeigen. Jetzt ist schön, ist nicht zu sehen. Gras wächst überall und ist besser. Auf Friedhof soll ruhig sein. Das, was ich nicht zu zeigen in Birkenau, nicht zu zeigen, ist der Dreck. Dreck bis Knie, so dass die Leute versenken in den Dreck. Da hat die solche Haken genommen und in den Dreck gesucht und gefunden. Solche Dreck war in Birkenau. Ja. Da bis hier war der Schlamm immer. Jetzt sehen wir ein bisschen Gras. Aber damals war kein Gras. Nur Schlamm, nur solche Brehe. Nicht zu zeigen ist auch das Rauch, das haben wir gesehen und geriecht von brennenden Leichen. Graben 50 Meter lang, 6 Meter breit, 4 Meter tief und voll Leichen. Und das brennt immer von Tag und Nacht. Weil damals war noch kein Krematorium, waren nur die großen Graben, wo hat die Leichen verbrennt. Aber wir haben auch gebaut 4 große Krematorien. Krematorium, das ist eine normale Sache. Aber die Gaskammer, welche war dem Krematorium, da war schon nicht normale Sache. Die Krematorien sind als Bad- und Desinfektionskammern getarnte Einrichtungen.
in denen die groß angelegte Tötungsaktion der Juden durchgeführt wird. Hier werden Tausende ahnungslose Menschen in einem Raum eingeschlossen und dann durch die Zufuhr des Giftgases Zyklon B ermordet. Ihre Leichen werden direkt anschließend im Krematorium verbrannt. Ich habe gesehen, Teil Leute geht dahin zum Krematorium 4 und 5 und ein Teil geht in die Straße geradeaus zum Krematorium 2 und 3. Ohne Posten sind die gegangen, ohne Wachleute. Und dort am Ende hat gestanden ein SS-Mann und sagt dem Leute, soll die nach links gehen weiter, da zu dem Krematorium, zu dem Wald. Dort hat die auf Vergasung gewartet. In Lager Auschwitz war ich zwar so manchen Monat, Tag und Jahr, doch denke ich froh, Gemut und gern an meine Liebe in den Fern. Doch auch für uns kommt mal die Zeit, wo auf der Schusshaft wird befreit. Dann werden froh nach Hause ziehen, ob kalt, ob schneit, ob Rosen blühen. Aber die Deutsche hat zu uns gesagt, aber wann? Wann? Stanislav ahnt nicht, dass seine Zeit, das Lager zu verlassen, bereits gekommen ist. Im Juli 1944 steht die östliche Kriegsfront knapp 200 Kilometer vor Auschwitz. Die SS beschließt eine systematische Spurenvernichtung. Da hat die gesagt, wir schießen euch alle ab, da wird keine Zeuge mehr sein. Wir sprengen die Krematorium und verbrennen das Lager und wird keine Spuren sein. Aber statt zur Erschießung aller Zeugen kommt es nur noch zur eiligen Lagerräumung. Am 16. Oktober 1944 wird auch Stanislavs Kommando evakuiert. Zunächst nach Großrosen und später weiter nach Hersbruck. 5 Nächte und 4 Tage seien wir da gefahren, in offenen Waggon. Frost, Schnee. Nach 2-3 Tagen, da war schon viel Tote in dem Waggon. Da haben wir die Tote rausgeschmissen. In Hersbruck folgen Arbeitseinsätze unter heftigen Luftangriffen. Stanislav bangt weiter um sein Leben. 12. April 1945 seien wir in großer Kolonne aufgestanden und Totenmarsch gemacht. 220 Kilometer haben wir marschiert von Hersbruck nach Dachau. 24. April bin ich gekommen nach Dachau. Hier sollen die Gefangenen nun endgültig hingerichtet werden. Da war schon auf die Wachtürme die Flammenwerfer und Maschinengewehr vorbereitet. Viel soll wie erschossen sein. Aber hat die zu wenig Zeit dazu gehabt, weil 29. April war der Lager befreit durch 11 amerikanische Soldaten. Befreit. Als Stanislav seinen Fuß in Dachau in die Freiheit setzt, erfährt er, dass auch das KZ Auschwitz bereits 3 Monate zuvor von den Sowjets befreit worden ist. Kein Wort gibt das aus,
wenn ich wollte erzählen, was habe ich gefühlt in meinen ersten Stunden Freiheit. Ich habe nicht gelacht. Ich habe nicht geweint. Aber ich habe mit ganzer meiner Person das Freiheit erlebt. Ich kann nicht besser das aussprechen. Ist das gut? Ich mache das immer, wenn ich bin hier, zum Andenken. Das, was hat jeder von uns gesagt, wenn ich werde tot, da vergisst ihr mich nicht. Soll ich, wenn die Lebendigen noch zusammenleben? Wenn jetzt höre ich, NPD ist wieder im Parlament, mit solcher Hasse anruft, zum wieder gegen die Juden, gegen die Ausländer. Da habe ich Angst. Was kommt das wieder? Stanislav erlebt die Fertigstellung des Filmes leider nicht mehr. Er verstirbt nach Ablauf der Dreharbeiten im Juli 2008 in dem Wissen, dass sein Zeugnis noch festgehalten wurde. Dieser Film ist ihm und allen Opfern von faschistischer Gewalt gewidmet. Gestern, heute und morgen.